Ich möchte Ihnen nun vier Eigenschaften eines Körpers nachrechnen. Wir beginnen also mit einem Körper, K. Die erste Eigenschaft ist, dass das Multiplikativ-Inverse des 1-Elementes ist das 1-Element selber. Das überrascht uns womöglich nicht, denn einmal, und jetzt müssen wir das inverse Element finden, naja, aber einmal 1 ist gerade 1. 1 ist ja das neutrale Element der Multiplikation. Das passt also. Das war nicht allzu schwer. Machen wir es einen Tick komplizierter und wir schauen uns das inverse Element zum minus 1 an. Da sage ich Ihnen, ist das die minus 1. Und wieder versuchen wir das nachzurechnen. Die minus 1 ist das Inverse der Addition. Das heißt, wir müssen eigentlich checken, dass 1 plus, ja, jetzt hier die linke Seite, minus 1 hoch minus 1, dass hier am Ende 0 rauskommt, das neutrale Element der Addition. Das machen wir, indem wir die 1 hier anders schreiben, nämlich als Produkt minus 1 mal minus 1 hoch minus 1. Plus, und jetzt machen wir einfach einmal minus 1 hoch minus 1. Nun gilt ja das Distributivgesetz im Körper. Wir können also die minus 1 hoch minus 1 ausklammern, dann bleibt in der Klammer noch die minus 1 und die 1 von hier oben. In der Klammer minus 1 plus 1 steht also eine 0. Nun, in jedem Ring und insbesondere dann in einem Körper ist 0 mal ein beliebiges anderes Element wieder die 0. Haben wir also auch den zweiten Punkt nachgewiesen. Kommen wir zum dritten. Ich behaupte also für alle A und B im Körper außer der Null gilt, dass das multiplikative Inverse des Produktes a mal b gerade a invers mal b invers ist. Das rechnen wir wieder nach, indem wir sagen, naja, was ist a mal b mal ja, der Kandidat des Inversen, also a hoch minus 1 mal b invers. Das Kommutativgesetz gilt, das heißt, wir dürfen umordnen. B mal b minus 1 ist die 1. A mal a minus 1 ist die 1. 1 mal 1 bleibt 1. Hier kommt also wieder die 1 raus. Das heißt, auch Punkt 3 ist nachgewiesen. Die letzte Eigenschaft, die ich Ihnen nachweisen möchte, ist, dass für alle a in einem Körper, a allerdings nicht die 0, gilt, dass ich schaue mir a minus 1 an. Und davon das inverse Element ist wieder
a selber. Das können wir checken, indem wir mit a minus 1 anfangen und dann mit dem Kandidaten a multiplizieren. Das behaupten wir ja, wäre das inverse Element zu a minus 1. Ja, aber jetzt schauen wir uns die Multiplikation hier an. A minus 1 mal a, das ist ja gerade 1. So ist a minus 1 definiert. Das passt also auch.